mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, wo sich wieder einiges vor mir auf den Tisch angesammelt hat, was die Sammlung wieder ein bisschen kompletter macht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einem der Titel, der die Sammlung definitiv ein Stückchen kompletter macht. Und zwar ist das hier Cyblade und Sheen Crossover, was so in den Anfangstagen des Topco-Verlages rausgekommen ist und in den letzten Tagen des damaligen Splitter-Verlages, was von der Veröffentlichung kompletter Blödsinn damals gewesen ist, weil der Splitter-Verlag damals, also der damalige Splitter-Verlag, hat damals halt erstmal die komplette Cyberforce-Serie rausgebracht, dann die komplette The Darkness-Serie, dann die komplette Witchblade-Serie und dann erst das Crossover Cyblade und She, was streng genommen vor all diesen Sachen spielt und obendrauf den allerersten Auftritt von Witchblade drin hat. Und es ist auch so ein US-Heft, was man unglaublich günstig kaufen kann. Also ich habe gesehen, gegradet bekommt man den ersten Auftritt von Witchblade schon für ca. $30 als US-Heft und das Heft von damaligen Splitter-Verlag bekommt man so zwischen 1 bis 2 Euro komplett ungelesen. Also es ist auch mal wieder in einem gnadenlosen Zustand bei mir zu Hause angekommen und ist jetzt endlich bei mir in der Sammlung der erste Auftritt und ich muss mir davon auch definitiv noch das US-Heft kaufen. Allerdings möchte ich das definitiv gegradet haben. Das Problem ist nur, bei den meisten US-Heften, die ich davon gesehen habe, ist halt der Versand direkt mal so 40 Euro. Da bekommt ihr teilweise das gegradete Heft für einen 20 oder 30er, aber da müsst ihr nochmal mindestens genauso viel für den Versand bezahlen und da bin ich gerade noch ein bisschen zu geizig für. Ist aber eine Sache, die ich unbedingt noch als US-Heft haben möchte, den ersten Auftritt von Witchblade, genauso wie dann Witchblade Heft Nummer 10, wo der erste Auftritt von Jackie Estacado, aka The Darkness drin ist. Das sind zwei Sachen, die muss ich unbedingt noch als US-Heft haben, aber wichtiger für meine Sammlung war mir jetzt tatsächlich erstmal die übersetzte Version vom damaligen Splitter-Verlag, weil ich möchte das Zeug ja in erster Linie lesen und in zweiter Linie sammeln, weswegen an der Stelle halt, wie gesagt, die deutsche Übersetzung für mich die wichtigere Veröffentlichung gewesen ist. Dann geht's weiter mit Batman 69, das aktuelle Heft und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 20 Cover der aktuellen Batman-Heft-Serie sehen gefühlt alle gleich aus. Also es ist gefühlt immer fast die gleiche Perspektive drauf und ich muss unbedingt mal da weiter ablesen. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, die letzten 15 oder 16 Hefte der Batman-Heft-Serie auf dem Lesestapel liegen und wenn das so weitergeht, ist das, glaube ich, die nächste Serie, die ich kicken muss und da dann auf die Trades umsteigen sollte, weil es macht nicht wirklich Sinn, so viele Hefte von der Serie anzusammeln, ohne weiterzulesen. Aber wenn mich dann mal irgendwann der Lesefluss erwischt, werde ich bestimmt wieder so 10 Hefte am Stück lesen, weswegen ich da noch so einigermaßen guter Dinge bin, dass ich das ganze Zeug abgelesen bekomme, bevor es 30 Hefte dann auf dem Lesestapel sind. Aber selbst das geht sogar noch. Das habe ich ja bei Batman Detective Comics so vor circa 3-4 Monaten gemacht, wo es so ein Stapel Hefte irgendwie gefühlt in einer Woche abgelesen hatte. Allerdings hatte ich da auch ein bisschen Rückenprobleme gehabt und war eh zu Hause. Aber das wiederum ist ein komplett anderes Thema. Dann geht's weiter mit der Spider-Man Collection, wo jetzt hier die Bände 7, 6 und 5 bei mir zu Hause gelandet sind und auch leider eine Serie, wo die Cover unglaublich hässlich sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Cover hier der Collection-Version sind definitiv schöner als die Cover, die damals die Hefte hatten. Trotz dessen muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Cover auch alle komplett austauschbar und das ist echt eine Sache, die lese ich nur wegen der Story, weil die Zeichnungen sind nicht wirklich schön. Ich finde das Rückenbild der Collection total hässlich und die Cover auch und trotz dessen ist die Serie so gut, dass das eine der Serien ist, die aktuell gar nicht auf dem Lesestapel liegt, weil davon lese ich eigentlich immer alles ziemlich zeitnah zu der Lieferung, wo dann halt die neuen Bände drin sind. Jetzt sind hier die nächsten 3 bei mir gelandet und ich wette mit euch, dass ich direkt nach der Bearbeitung dieses Videos einen dieser 3 Bände anfangen werde zu lesen. Damit weiter bei Star Wars, wo ich jetzt hier auch wieder so ein bisschen die Lücke zumache, sprich Heft Nummer 60, um einmal die Heftlücke zwischen Heft Nummer 60 und 85 zu füllen. Dann Heft Nummer 86, was auch noch so ein kleiner Lückenbüßer ist, weil das bei der letzten Lieferung gefehlt hat. Und dann Heft Nummer 88, was das aktuelle Star Wars Heft ist. Und so wird es, denke ich mal, auch in den nächsten Lieferungen weitergehen, dass da dann halt Heft Nummer 61 drin ist und 89. Und ich mache auf der einen Seite halt die einen Hefte voll und auf der anderen Seite die normale Ongoing weiter. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, sind sich die Star Wars Hefte gerade auch wieder ansammeln. Ich bin ja in die Star Wars Serie wieder eingestiegen und habe beschlossen, die Lücke wieder aufzufüllen, weil ich irgendwie vor 3-4 Monaten Lesefluss hatte, einige Hefte abgearbeitet bekommen habe. Jetzt wiederum habe ich wieder 3-4 Monate kein Heft angerührt und war wieder in Überlegen, ob ich aussteigen soll. Aber
habe dann wieder so zurückgedacht, wie sehr ich das jedes Mal bereue, wenn ich da mal wieder ein Heft lese, und habe mir jetzt vorgenommen, dass einfach ab jetzt jedes dritte Comic, was ich lese, ein Star Wars Heft ist. Dann werden die doch irgendwann zwangsläufig abgearbeitet sein. Und ich muss sagen, ich habe den guten Dude aus Dudes Comic Corner gesagt, dass er mir immer die Darth Vader Hefte schicken soll, wenn ich mir hier eine neue Star Wars Bestellung möchte. Oder besser gesagt, wenn ich neue Star Wars Hefte order, weil ich habe keinen Bock immer darauf zu achten, welches Cover ich nehme. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, dann nehme ich halt grundsätzlich das Cover mit Darth Vader raus. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich hier so ein paar Darth Vader Cover liegen habe, muss ich glaube ich dazu rübergehen, dass ich immer das Cover nehme, wo Darth Vader nicht drauf ist. Auch wenn ich ein riesiger Darth Vader Fan bin, die Cover sind auch sehr eintönig auf Dauer und so ein bisschen wie bei der Spider-Man Collection oder auch der aktuellen Spider-Man oder besser gesagt Batman Heftserie. Wobei bei der Spider-Man Heftserie sind sie auch recht eintönig, oder bei Flash. Flash auch so ein Charakter, wo die Cover immer alle recht ähnlich aussehen. Dann geht's weiter mit zwei weiteren Lückenbüßer, was jetzt hier The Darkness Heft Nummer 14 und Heft Nummer 15 ist, der damaligen Infinity-Serie, und für mich der nahtlose Übergang von Splitter rüber zu Infinity, weil der damalige Splitter-Verlag hatte ja die ersten 23 Hefte veröffentlicht gehabt von The Darkness, ist dann pleite gegangen, und bei Infinity-Verlag ging es hier im Prestige-Format weiter, und da ist hier in den 14. Band, die sind die US-Hefte 24 und 25 drin, sprich für mich geht es halt nach dem 23. Splitter-Heft direkt hiermit weiter, und da ich so einen Bock drauf hatte, habe ich das Ding auch direkt gelesen, als es bei mir zu Hause angekommen ist, weil geschrieben ist das ganze Ding von Scott Lobdell, der zu dem Zeitpunkt The Darkness geschrieben hat, und gezeichnet von dem guten Joe Benes, und der gute Herr reißt einfach ab vom ersten bis zum letzten Panel. Ich fand jedes einzelne Panel extrem gut gezeichnet, und um drauf sind wir gerade in der Geschichte dort angelangt, wo ein Doppelgänger von Jackie Estacado aufgetaucht ist, der seinen Platz in der Familie einnimmt, und Jackie Estacado ist in der Wüste schwer verwundet unterwegs mit einer Ärztin, die er entführt hat, die ihn jetzt gezwungen hat, Maßnahmen heilen muss, und extrem fett geschrieben, super gezeichnet, und ist auch wieder so 9 bis 10 von 10 Kandidat. Macht mir extrem viel Spaß. Dann auch noch nicht gelesen, aber hier auf dem Lesestapel liegend, Band Nummer 15. Ich glaube, ich habe beide Bände für jeweils 3,50 Euro gekauft. Also jetzt nicht so günstig. Man kriegt man zum Teil echt günstiger, die ganzen Splitter-Sachen, oder besser gesagt, die ganzen Topco-Sachen, die damals bei Splitter und Infinity erschienen sind, aber sie sind beide in einem absolut neuwertigen Zustand, und ich selber habe mir so die Grenze gesetzt, dass alles bis 5 Euro für ein Heft okay ist, weswegen für mich 3,50 absoluten Rahmen drin gewesen sind. Dann für einen Euro ersteigert tatsächlich Topco Sonderheft Nummer 10. Jetzt fehlt mir nur noch Heft Nummer 6, und dann habe ich die komplette Topco Sonderheft-Serie vollständig, und in Heft Nummer 10 und 11, ich glaube sogar schon in Heft Nummer 9, wird so ein Crossover erzählt, was man auch schon hier auf dem Cover drauf sieht. Dark Crossing, was halt ein Crossover zwischen Tomb Raider, Witchblade und Darkness gewesen ist, und ich muss sagen, ich habe davon eins der Hefte schon gelesen, fand es unglaublich schlecht, aber Sammler muss ich komplett haben, und bei diesen ganzen Topco-Sonderheften waren ein paar dabei, die waren richtig stark, aber größtenteils waren die Topco-Sonderhefte, die damals bei Infinity erschienen sind, eher Mittelmaß und wirklich nur für Fanboys und Girls zu empfehlen. Dann eine Sache, die mich übertrieben gefreut hat, weil ich da echt ein Schnäppchen geschossen habe, und zwar sind das hier die Witchblade-Bänder aus der ersten Panini-Ongoing, was ja auch 7 Bände gewesen sind, wo ich jetzt hier Band Nummer 3 am Start habe, Band Nummer 4 am Start habe und Band Nummer 7, und das jeweils für 10 Euro, und sind dann jetzt von diesen Trades die günstigsten, die ich mir bis jetzt geschossen habe, weil für den ersten der Bände habe ich glaube 17 Euro bezahlt, für den zweiten habe ich 12 Euro bezahlt, und ich habe die vorher noch nie für einen 10er das Stück gesehen gehabt, weswegen ich mich da übertrieben gefreut habe, dass ich da erstmal zum einen so geduldig gewesen bin, dass ich mir bis dato nur die ersten beiden Bände besorgt habe und jetzt hier 3 weitere für einen guten Preis bekommen habe, sodass mir jetzt nur noch die Bände 5 und 6 fehlen, und der Händler, der die am Start hatte, hat die auch direkt alle wegverkauft gehabt. Und da bin ich so ein bisschen taktisch vorgegangen. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, hätte ich mir statt dem 7. noch den 5. geholt, dann könnte ich die am Stück lesen. Aber ich dachte mir, gerade so ein 7. Band ist ein Band, der dann eher eine kleinere Auflage hat wie der 5. oder 6. Band, weswegen ich es für taktisch schlauer gehalten habe, mir dann erstmal den 6. Band zu holen, bevor ich mir den 5. Band geholt habe. Und kurz nachdem ich das getan hatte, waren die anderen auch alle vergriffen, und ich bin echt froh, dass ich die Bände noch erwischt habe, bevor die alle vergriffen gewesen sind für diesen guten Preis. Und damit sind wir dann auch, ich denke, tatsächlich durch für
für dieses Video. Ich habe keine Comics mehr links und rechts im Regal liegen, den ich vielleicht bei einem der ersten Versuche für dieses Video da hingesteckt habe. Deswegen, das passen müsste, dass alles in dieses Video reingekommen ist. Genau wie die neue Beleuchtung hinter mir. Ihr seht es schon, sind neue Birnen gelandet. Und ich hoffe, es funktioniert heute ein bisschen besser mit der Beleuchtung. Bin aber noch nicht so 100% zufrieden. Und ich denke mal, das wird noch so 3-4 Videos dauern, bis ich die Beleuchtung dann so 100% richtig für die Aufnahmen eingestellt habe. Und damit sind wir dann tatsächlich durch für heute. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, auf was dabei gewesen ist, was auch bei euch gelandet ist und wenn ja, was. Und falls ihr schon gelesen habt, gerne mal so spoilerfrei wie möglich eure Meinung zu dem Comic in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst und obendrauf noch Instagram abcheckt, um die Sache perfekt abzurunden. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!